Die Aktienmärkte haben gestern eine leichte Erholung gezeigt. Der Fed sei Dank. Die US-Notenbank hat nämlich die Volcker Rule, ein Bankregulierungsgesetz des ehemaligen US-Notenbankchefs Paul Volcker, ein bisschen gelockert. Daher die Finanzwerte gestiegen. Das hat den gesamten Markt nach oben gezogen, hat damit international die Märkte nach oben gezogen. Aber es gibt jetzt zwei Kernrisiken im kurzen Zeitfenster, meine Damen und Herren. Und die wollen wir uns in diesem Video anschauen, ob die wirklich schon eingepreist sind. Ist das schon alles dabei oder eben nicht? Das wollen wir uns anschauen. Wir hatten das erste Kernrisiko, das jetzt sozusagen auf uns zukommt, ist die Berichtssaison in den USA. Sie wissen ja, das zweite Quartal endet jetzt. Das zweite Kalenderquartal in Bilanzierungsfragen ist das teilweise. Das vierte Quartal, wie zum Beispiel bei Nike, was wir hier sehen. Da hat man nämlich die Zahlen für das vierte Quartal jetzt präsentiert und die waren deutlich unter der Erwartung. 6,31 Milliarden Umsatz statt 7,38 Milliarden erwartet. Ein Verlust pro Aktie von 51 Cent. Im Vorjahr hatte man noch einen Gewinn von 63 Cent gemacht. Und die Frage ist, ist Nike da ein Vorläufer und schätzen die Märkte letztendlich die Auswirkungen der Corona-Krise? Nike selbst sagt, ja, die Schließung unserer Stores, die hat hier wesentlich dazu beigetragen, dass das Geschäft schlechter geworden ist. Und vor allem, was wir hier in dieser Grafik von Bloomberg sehen, ist, dass die Marge deutlich nach unten gegangen ist. Man sieht also, man hat nicht mehr diese Preissetzungsmacht offenkundig. Und das sind Dinge, die möglicherweise jetzt in der bald schon beginnenden Berichtssaison wirklich relevant werden sollten. Schauen wir uns auch an, wie zum Beispiel jetzt eben die Geschäftsaussichten sich wieder verschlechtern. Wir sehen, dass Texas jetzt verschoben hat, ähnliche wie Florida. Die Reopening Steps, also man wollte Schritt für Schritt die Wirtschaft wieder öffnen, das unterbleibt jetzt erstmal. Apple hat sich jetzt entschieden, 14 Stores wieder zu schließen. Zuvor hatte man ja schon Stores geschlossen. Also auch da wird dann eben wieder Umsatz fehlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und vor allem, was erstaunlich ist, Sie wissen ja, ich habe ja den Lieblingsbuchstaben V für V-förmige Erholung und die an den Aktienmärkten Doppel-V schon mäßig eingepreist ist. Und hier sehen wir eine grundsätzliche Fragestellung von Crescent Capital. Die sagen ja, okay, die Märkte glauben an eine V-Erholung, sonst wären wir hier nicht V-mäßig nach oben gelaufen. Aber hier sehen wir die Gewinnerwartungen für die nächsten vier Quartale. Und da fällt es selbst mir, der gerne V sieht und überall V sieht, schwer, hier ein V zu erkennen. Also entweder irrt sich dieser Markt, nämlich der S&P 500, oder die Analysten liegen falsch mit ihren Earnings per Share Erwartungen. Das ist jetzt die Grundsatzfrage, um die es geht. Und das zweite Risiko ist natürlich das große Thema für die Wall Street in den letzten Tagen. Die Coronavirus Cases haben gestern einen neuen Rekord erreicht mit 45.557. die am Mittwoch, gestern ja die Zahlen, dann spät abends deutscher Zeit gebracht werden. Das sind 9.000 mehr, über 9.000 mehr als der vorherige Rekord von über 36.000. Also das ist schon ein Schlag, ein Schluck aus der Pulle. Nun hat Donald gesagt, dass die Zahlen des China-Virus, aha, wieder das China-Virus, nach oben gehen wegen dem Great Testing. Und es stimmt, wir werden gleich sehen, dass mehr getestet wird. Während die Zahl der Toten nach unten geht, naja, die Mortalitätsrate bleibt relativ gleich. Die Zahl der Toten geht nicht nach unten. The fake news doesn't like that. Telling you that. Nein, die Fake News erzählen uns das nicht. Deswegen haben wir den Fugmann, der macht dann besondere Fake News, gell? Und das Coronavirus Death are way down, sagt hier The Donald. Nein, die Zahlen fallen nicht. Mortality rate is one of the lowest in the world. Auch das stimmt nicht, also die Mortalitätsrate, da liegt die USA so um und bei im unteren Mittelfeld, ist also nicht sozusagen jetzt an der Spitze der Mortalitätsrate. Und unsere Economy wird jetzt stark wiederkommen. Wir werden keinen weiteren Shutdown machen. Schauen wir uns mal noch ein paar Zahlen dazu an. Gleichen wir mal Fakten ab mit alternativen Fakten sozusagen. Hier sehen wir die 7-Tages-Trendlinie der Toten, die geht runter. Wir sehen aber, dass hier sozusagen
hier sind immer die Wochenenden, das ist nicht ernst zu nehmen, dass wir hier relativ konstant jetzt uns einpendeln in Sachen Todeszahlen. Das liegt aber möglicherweise, wahrscheinlicherweise zunächst mal erstens daran, dass die Leute, die erkranken, immer jünger werden und die Jüngeren versterben eben seltener als die Älteren. Das ist der Punkt, der erste Punkt. Und jetzt sehen wir hier diese Grafik zum Beispiel. New Jersey hat dann gestern mal 1900 Tote mit plötzlich in die Statistik aufgenommen. Jim Bianco sagt, okay, es sind eben Leute, die dann jetzt nicht nur direkt an Covid-19 sterben, aber die letztendlich dann als Katalysator eben versterben durch diese Covid-Geschichte, die sozusagen Organe sind angegriffen etc. Man verstirbt dann in der Folgezeit, also alleine gestern 1900 aus New Jersey dazu gebucht sozusagen. Und hier sehen wir, was stimmt. Wir hatten gestern zum Beispiel in den USA den Tag mit den meisten Tests ever. Hier sehen wir diesen Spike nach oben. Dementsprechend natürlich vielleicht auch, klar, mehr Fälle, das ist logisch. Und das dürfte jetzt aber eben, hier sieht man diesen klaren Trend, dass wir die Positive Cases haben, 7 Tages Durchschnittslinie sehen wir, dass das nach oben geht, je mehr also getestet wird, umso höher die Fälle. Die CDC schätzte, dass die faktische Zahl in den USA um den Faktor 10 höher ist. Wir sehen hier diesen klaren Aufwärtstrend hier nochmal in einer anderen Statistik. Und wir sehen vor allem, wo die Dinge besonders schlimm sind. Und das ist eben der Westen mit steigenden Zahlen. Das ist vorwiegend der Süden der USA. Wir sehen, dass der mittlere Westen hier auf niedrigem Niveau jetzt zumindest eine Aufwärtstendenz zeigt, während der Nordosten hier deutlich nach unten kommt. Und im Süden sind es überwiegend eben die oder ausschließlich eben die republikanischen Staaten, Florida, Texas. Florida gilt ja als Swing State, also das wird eben sehr, sehr wichtig, während Texas eben eindeutig republikanisch ist. Dementsprechend ebenso wie Oklahoma, also diese ganzen Bundesstaaten, Arizona, die im Süden der USA liegen, die republikanisch sind, die haben jetzt ein Problem, während anfangs eben die demokratischen Staaten, die vorwiegend im Osten, an der Ostküste lagen, einigermaßen gut wegkamen. Gestern ja dann diese Rallye, wie ich schon angesprochen hatte, aber dann, nachdem die Fed eben die Volcker Rule aufgeweicht hat, aber dann hat die Fed eben auch gesagt, ja, liebe Banken, hier nichts mehr mit Buybacks, nichts mehr mit Aktienrückkäufen und ihr dürft eben auch hier die Dividenden nicht allzu stark ausweiten. Das hat dann die Bankaktien, die Finanzaktien, die zunächst mal gut gelaufen sind nach dieser Fed-Meldung, doch deutlich unter Druck gebracht. Wir sehen vor allem Goldman Sachs hier über 3%, dann sogar noch hier runter. Wir sehen, das war schon eine Bewegung. Mal sehen, ob das heute dann noch wirklich relevant wird, denn das kam nachbörslich, also nicht mehr zum Kassahandel. Apropos Fed, wir sehen, dass jetzt die Fed-Bilanz die zweite Woche in Folge gefallen ist, nicht wirklich viel gefallen, aber so ein ganz kleines Stück. Wir hatten in der Vorwoche dagegen den größten Rückgang der Fed-Bilanzsumme seit dem März 2009. Hier im März 2020 ja diese extreme Ausweitung, die wir hier gesehen haben. Also da sehen wir, dass möglicherweise jetzt eben die Unterstützung für die Aktienmärkte eben auch nicht mehr so gegeben ist. Und in Sachen Wirecard halten Insider es, um nach Deutschland zu kommen, Wirecard halten Insider es für möglich, dass man seitens der Führung nach dem Prinzip gehandelt habe, fake it till you make it. Das ist ungefähr so wie Bernie Madoff, der hat auch immer weitergemacht. Du musst wahrscheinlich, wenn du ein solches Schneeballsystem installierst, dann musst du weitermachen. Du musst einfach sozusagen innerhalb der Logik dieses Schneeballsystems handeln. Und der Punkt ist jetzt der eben, dass Wirecard jetzt mindestens bis September im DAX bleiben wird. Das heißt, wer ein DAX-ETF kauft, der kauft auch Wirecard. Und da kann man dann nur herzlich gratulieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Ernst & Young, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Da dürfte mehr rauszuholen sein. Da dürften Klagewellen auf die Wirtschaftsprüfer zukommen. Wie gesagt, die deutsche Entity ist unabhängig. Das sind Partner. Wenn die also ein Problem kriegen, dann werden die einfach abgewickelt. Das wird Ernst & Young als Gesamtorganisation dann nicht wirklich treffen. Und wie bei Wirecard fehlen auch im EU-Haushalt ein paar Milliarden. Da laufen derzeit ja die Verhandlungen. Wie kriegt man das finanziert? Und wir haben ja die EZB, die druckt die einfach. Heute werden wir eine Rede von Christine Lagarde haben, die uns erzählen wird, wie schnell sie diese fehlenden Milliarden drucken wird. Und vielleicht wird man dann irgendwann auch feststellen, wie bei Wirecard, die sind ja gar nicht da. Wo sind die denn, nicht? Also die sind vielleicht dann auf der Festplatte und die Festplatte ist kaputt. Was machen wir denn dann, ne? Jetzt machen wir Folgendes, wir schauen uns die Charts an. Das, meine Damen und Herren, ist der DAX.
auf Stundenbasis. Wir sehen hier diese Erholung. Da ging es runter, nachher ging es wieder rauf. Nicht? Es geht runter, es geht rauf. Wir waren in diesem Seitwärts-Move. Wir sehen den S&P 500, den Leitindex der Welt, der 3000 und der 73. Wir hatten hier gestern dann nochmal ein richtig dickes Kaufprogramm, hatten dann so um und bei 7 Uhr wieder die Asienrampe. Die Chinesen haben nach wie vor Feiertag, also müssen es die Japaner sein oder sind es die Taiwanesen oder wer ist diese Asienrampe? Das sind wahrscheinlich Amerikaner, die noch wach sind, wenn sie mich fragen. Ne? Jedenfalls sehen wir hier dann den Nasdaq, der sich nochmal weiter erholt hat, 10.087. Wir haben Euro-Dollar bei 1,1212, nachdem jetzt diese Asien-Rampe so ein bisschen verpufft, also Risk-On ein bisschen verpufft, verpufft auch der Anstieg bei Euro-Dollar. Wir haben Yolt bei 1760, wenig verändert, und wir haben Le Crude Oil, das jetzt auch knapp unter 39 handelt. Also das sind die zwei Risiken erstmal in die Berichtssaison. Da könnte möglicherweise das eine oder andere Überraschende drohen, dass man einfach die Folgen unterschätzt hat. Das wird jetzt wirklich ein absolut entscheidender Punkt. Die Banken werden ja die ersten sein, die dann wieder berichten werden im Juli. Ist ja bald Juli. Und dann haben wir eben die weitere Situation in der Corona-Krise. Wenn es weitere Lockdowns gibt, wenn sozusagen damit diese V-Erholung irgendwie vom Tisch ist, dann müssen möglicherweise die Aktienmärkte eine neue Bepreisung vornehmen. Denn es ist auch so, dass natürlich eine nicht wieder öffnende Wirtschaft auch für Donald Trump ein Riesenproblem sein wird, auch in Sachen Wiederwahl. Aber schauen wir mal, wie es geht. Ich wünsche euch das Allerbeste und sage euch Servus und ciao nächste Woche, hopefully, wieder vor der Kamera im gewohnten Format. Bis dann, Servus und ciao.